selben Tag. Also für euch nicht, für uns schon. Wir spielen jetzt noch weiter. Juli. Wir schaffen nämlich jetzt noch eine Partie, bevor ich hinzukleben muss. Das wird jetzt zacki-zacki gehen in der Theorie. In der Praxis wahrscheinlich nicht. Ja, du weißt, wie es geht. Erstmal, eigentlich erstmal nichts außer den Stapel lesen. Boah, krass, wir haben einfach schon 1, 2, 3, 4, 5, 5, die immer jetzt da stehen. Das finde ich gut, das finde ich gut. Okay, also wir beginnen im Juli mit dem Legacy-Stapel. Willst du einfach starten? Mhm. Gut. Habt ihr 57 noch nicht geöffnet? Rubbelt das Feld frei. 57 scheinen wir noch nicht, weil hier steht in Klammern Afrika, scheinen wir tatsächlich noch nicht geöffnet zu haben. Nee. Das heißt, wir müssen das Feld frei rubbeln. Magst du das eben machen, Marie? Nee, Einstein? Ich nicht, aber ich tue es trotzdem. Du bist doch jetzt Profi im Rubbeln. Ich rubbel wie kein anderer. Pandemic Legacy! Pandemic Legacy! Boah! Ja, meine lieben Zuschauer, solche Szenen werde ich nicht rausschneiden. So bleibt es doch spannend. Hallo! Hallo. Wie lange rubbelst du denn da? Das ist eine große Karte. Da gibt es viel zu rubbeln. Okay. Viel Überraschung. Ja. Okay. Kannst dich freuen auf was. Ah, unsere Kundschafter berichten von Überfällen der hohlen Männer in Afrika. Wir haben unsere Kräfte schnell zusammengezogen, aber wir waren nicht schnell genug. Öffnet Paket 7! I love it. Und folgt den dort enthaltenen Anweisungen. Ich öffne Paket 7. What is it? Ja. Ich weiß noch nicht, was es ist, aber ich find's cool. Sieht aus wie Sehenswürdigkeiten. Oh mein Goodness, oh mein Goodness! Könnte aber alles andere sein. Nee, könnte alles andere sein. Ich werde mal lesen. Pumpenmasken. Ich werde mal lesen. Das ist doch. Das hätte ich auch. Aufklärungsbericht. Hier gibt es allerorten Seuchenherde. Ungeziefer verbreitet die Seuche ungehindert von Stadt zu Stadt. Die Entscheidung unserer Anführer, die Versorgungsrouten aufzugeben, hat den Großteil der Welt an den Abgrund getrieben. Die Landschaft hier ist gesäumt von alten Satellitenanlagen. Wir können sie für den Informationsaustausch untereinander nutzen. Das sollte die Notwendigkeit reduzieren, im wachsenden Raster ständig von Ort zu Ort reisen zu müssen. Jetzt öffnet die folgende Tür. 57. Öffnen. F haben wir schon. 14 haben wir schon. Ihr habt eine neue Stadt angeschlossen, Kinshasa. We get in Africa. Oh mein Gott, ist direkt alles verpestet oder was? So. Ja, Kinshasa. Die restlichen Karten kommen in die Reserve. Einer bekommt das nicht rationierte Ereignis. Das wäre, ignoriere eine gerade gezogene Epidemiekarte.
Wirf sie ohne Effekt ab. Okay, ich nehme das mal. Gut, das haben wir gemacht. Dann haben wir hier die Erklärung zu diesen Figürchen. Wir haben jetzt neue Aktionen, nämlich eine Satellitenanlage bauen. Die kleben wir jetzt auf. Eine Satellitenanlage bauen. Und senden. Auch eine Aktion. Okay, und zwar, hier gibt es auch noch Fortschrittssachen zu kaufen dann anscheinend, dauerhafte Satellitenanlagen. Ja, ist genau wie mit den Zentren. Regelsticker. Eine Satellitenanlage bauen. Gib 2 Versorgungswürfel von deiner Charakterkarte ab, um in der aktuellen Stadt eine Satellitenanlage zu bauen. Satelliten. Wurden bereits alle Satellitenanlagen gebaut, kannst du eine der errichteten aus einer anderen Stadt entfernen und neu errichten. Senden. Wenn du dich in einer Stadt mit Satellitenanlage befindest, kannst du einem anderen Spieler eine Karte geben, die der Farbe deiner aktuellen Stadt entspricht. Der andere Spieler kann sich irgendwo auf der Welt befinden. Also zum Karten rüber schicken. Das ist doch schön. Mhm. Ja, wenn mir jetzt so wie eben die ganze Zeit eine schwarze fehlt und du bist am anderen Ende der Welt, ist doch toll. Das hast du schön zusammengefasst. Ja, ja, muss ja auch, ne? Für meine zahlreichen Zuschauer. Ich bräuchte echt, guck mal, so die Experten, ne? Ich weiß nicht, wie sie es machen, ob die das einscannen alles und dann fügen die das so als Bild so da rein. Wahrscheinlich. Und dann kann man das halt so richtig gut mitlesen, ne? Aber. Nachträglich da noch reinmachen. Ne? Theoretisch könnte ich das machen. Hast aber keinen Bock zu. Naja, das hätte ich jetzt von Anfang an vielleicht machen müssen dann. Ne? Hm. Du wirst ja auch jetzt besser mit der Zeit in den Videos. Ja, ist richtig. So. Okay, das wird zerstört. Was wir grad, weil wir das ja jetzt erst nach dem Rummeln geöffnet haben. Ja, das ist leider schade. Das wäre echt cool gewesen. Diese Karte wird auch zerstört. Ich muss sie doch noch weiterlesen, ne? Mhm. Nee. Das habe ich ihn jetzt schon wieder gemacht. Aber das ist doch richtig. Ja. Ja, aber dann gibt es jetzt keine Pausekarte, okay. Sicher? Ja, wir doch ich bin jetzt verwirrt. War doch eh noch den Auftrag, das haben wir immer gehabt. Ja, aber normalerweise gab es ja in jeder Partie eine Stoppkarte, um die am Anfang zu lesen. Und danach kam eine Pausekarte, die man am Ende liest. Aber hier ist jetzt keine Pausekarte bis zur nächsten Stoppkarte, das meine ich. Aber ihr habt jetzt nichts übersehen, oder? Nein. Gut. Dann lese ich mal den Tagebucheintrag. Die Satellitenanlagen empfangen seit kurzem schwache Signale. Wir müssen herausfinden, wer da sendet. Wir glauben, es sind hohle Männer, aber da ist noch jemand anderes. Kann es sein, dass die hohlen Männer Befehle empfangen? Gut, dass ich jetzt nicht zum Zug gegangen bin. Es regnet gerade in Strömen. Befiehlt Ihnen jemand, die Seuche zu verbreiten? Das Raster wächst und es wird dadurch immer schwieriger, das Verbreiten der Seuche durch die hohlen Männer zu verhindern. Wir sind darauf vorbereitet, einige Orte aufzugeben und zu verlassen, wenn es sein muss. Aber würde uns das nicht zu genau dem Monster machen, für die uns die Welt hält? Aus den Archiven, Juli, Jahr 38. Netzwerk der Zufluchten weiter bei voller Kapazität. Wurden bei der Umsiedlung seinerzeit ordentlich ausgerüstet. Es gibt noch Hoffnung. Seltsam, Erwachsene zu sehen, die nie ein Leben außerhalb der Zufluchten kannten. Würde gern mal wieder an Land leben. Träume manchmal davon, nach Utopia zu fliehen. Stelle mir vor, dass das Leben dort noch wie in der guten alten Zeit ist. Vermisse Land und Erde. Habe gehört, dass sie kurz davor stehen, ein Heilmittel zu finden.
Würden Sie es uns mitteilen? Wir haben eine neue Aufgabe. Optional. Trianguliert die Signale. Die Aufgabe ist erfüllt, sobald in je einer blauen, gelben und schwarzen Stadt je eine Satellitenanlage steht. Wenn wir die erfüllt haben, öffnen wir Tür 35. Okay, das war's erstmal. So, du hast die Würfel schon verteilt. Ist diese Stadt jetzt direkt angebunden? Ja, ne? Ja. Das heißt, die kommt direkt mit rein. Und hiervon müssen wir noch zwei Karten auswählen. Ja, da kannst du ja schon mal gucken. Ich mach mal die Infektion. Guck mal, was ich gerade hier gezogen habe, aber die kann man jetzt noch nicht nutzen, ne? Mm-mm. Lagos, Buenos Aires, Istanbul und Moskau haben wir ja nicht, muss ich eine neue verziehen. St. Petersburg haben wir auch nicht, muss ich eine neue verziehen. Kinshasa, direkt die neue Stadt. Istanbul. So, dann haben wir zweimal Washington. Wir haben Chicago, wir haben New York und London. Wie viele Stadtkarten haben wir? 53, ne? Wieder 8 Epidemie-Dinger rein. Wie, hast du schon rausgeholt alle? Ja, ich würde die beiden vorschlagen, also wie immer. Nee, warte mal. Sind die anderen hier raus eigentlich? Aus dem Stapel? Wir dürfen jetzt wieder nur zwei nehmen. Das ist nicht rationiert, das können wir auf jeden Fall mitnehmen. Ich wollte gleich die beiden vorschlagen. Ja, finde ich tatsächlich auch immer noch am besten. Okay, gut, dass wir darüber gesprochen haben. Okay, dann mischen wir die rein. Michi, Michi, Michi. Es wären mir langsam zu viele Karten. Das können wir nur noch erfüllen, wenn wir das machen, ne? Ja. Okay. Wir behalten unsere Charaktere, ne? Mhm. Die kommen weg. Du hast die hier abgezählt, ne? Ja. Gut. Was habe ich denn hier? Ich habe 4 blaue Karten. Ich auch. Soll ich direkt mal ein Zentrum da reinklatschen? Wo bist du denn? Na, da oben. Wolke, Wolke, Wolke. Kannst natürlich überlegen, ob du erst nach Denver gehst, um zu suchen. Und dann. Aber das ist... Ja, ich überlege gerade auch mit Washington. 1, 2, ja, ich mache jetzt mal safe, ne? Also 1, 2, produziere. Genau. 3 und bewege mich weiter Richtung Denver, ne? Ja. Was? Doch, ich sollte das so machen. Washington safe, okay. Ich habe noch eine blaue gezogen. Was ist hier los? Habe ich den nicht gut genug gemischt? Ha. So schnell kann es gehen. Ja, ist auch nicht gut gemischt anscheinend. Soll ich eine Chicago-Karte rausnehmen? Kannst du machen. Wir müssen das nur im Auge behalten, wie viel dann da drin sind. 15 haben wir jetzt, glaube ich. Ich kann auch eine Washington-Karte rausnehmen. Das sind 17. Dann.
So, dann bin ich dran. Ich weiß nicht, ob wir das richtig... Doch. Ja. Ich glaube, ich mische das nochmal. Nee, kann ich ja jetzt nicht. Wir haben ja nur blaue Karten gezogen. Dann ist das jetzt so, was ja ein Pech. Jetzt ist die Frage, es macht ja Sinn, wahrscheinlich hierhin und dann hier weiterzugehen, ne? Die Verbindung, neue Verbindung aufzubauen. Dann würde ich wahrscheinlich erstmal das retten, ne? 1, 2. Und mich dann auf den Weg machen Richtung Lagos. Was sagst du? Kannst. Ja. Ich kann natürlich sagen, was ich natürlich machen könnte. 1. Macht keinen Unterschied, ob ich zu Santiago gehe oder. Kann. Ja. Als Aktion, wenn du in einer Zuflucht oder einem Versorgungszentrum bist, wirf eine Stadtkarte ab, um dich zu einem beliebigen Ort des Rasters zu bewegen. Das muss ich mal jetzt als neue Fähigkeit im Kopf behalten. Okay. Dann gehe ich jetzt raus. Hast du nicht auch übrigens hiervon eingenommen? Ja, habe ich. Sehr gut gemacht. Ja, dann geh doch mal kurz. Lagos. Ist irgendwo Atlanta oder London irgendwas, was man quasi... Dann gehen wir nach Lagos, das macht keinen Unterschied. Naja, wenn irgendwo davon nur ein Würfel liegt, könntest du es ablegen, um das richtig zu safen. Ja, ist ja nicht. Atlanta liegt nur einer zum Beispiel. London auch. Verstehst du, was ich meine? Mit deiner Superfähigkeit? Ja, ja. Ist halt die Frage, ob wir schon beide was hinlegen wollen. Also ich könnte natürlich sagen, ich mache einen Schritt hierhin. Nimmst die Santiago-Karte und geh dann hier. Wo ist denn da jetzt der Sinn? Du wärst doch auch so in 2 Schritten eingekommen, ohne die Karte wegzuschmeißen. 1. Ja, das können wir auch so machen. Ja, dann mach das. Dann bist du direkt da im neuen Gebiet. Dann zieh mal 2. Soll ich nun Kairo? Kairo, gerade waren wahrscheinlich später. Istanbul, Los Angeles. Gut. Dann gehe ich jetzt 1, suche 3 und safe nach Los Angeles. Ja, dann werde ich jetzt erstmal suchen in Denver. Nice. Wie ich mich immer schon freue, obwohl ich noch nicht weiß, was er kann. Aber es ist ein Bild zu sehen. Okay, Gefährte, Logistikexperte. Wenn du diese Karte auf der Hand hast, gibst du bei der Aktion Versorgungslinie ziehen, Versorgungslinie einrichten, einen Würfel weniger ab. Das ist auch geil. Dann kannst du nämlich gleich nach San Francisco danach machen. Ach, du hattest das mit den einen weniger schon, ne? Gut, das war 2, aber ich würde jetzt erstmal Los Angeles retten. Ja, dann mach das doch. 3, 4. Meintest du nur, oder schimmert die anders? Ja. Schöne Epidemie-Karte. Ich habe 2 schwarze gezogen. Und mein Handkartenlimit ist erhöht, deswegen kann ich alle behalten. Chicago und Istanbul. Das wäre so eine Versorgungskarte, nice. Vorrätekarte, weißt du, was ich meine? Nee, haben wir nicht. Richtig. Okay. Das ist halt die Frage, was mache ich jetzt? Ich kann natürlich sagen, ich fliege jetzt nach Istanbul, um da zu produzieren. Nee, da produzierst du ja nur in Istanbul. Also ich würde hier vielleicht Linien ziehen schon versuchen. War das nicht dein Ziel? Das stimmt schon, aber da muss ich ja einen Schritt gehen. Ich muss jetzt erstmal produzieren dafür. 2 Stück am besten. Nee. Also ich würde jetzt
Du brauchst ja nur noch einen. Ich würde jetzt einen produzieren, einen hingehen, Linie ziehen und wieder raus, weil er ist verpestet. Ja. Ich hätte wahrscheinlich... Was ist das eigentlich für ein Name hier? Antananarivo. Wenn ich eine Karte habe, dann kann ich da direkt hinfliegen, ne? Mhm. Dann wird es wahrscheinlich besser sein, wenn ich zwei mache, einen Schritt mache, dann, dann bin ich trotzdem verpestet. Das ist halt so eine Verschwendung von Sachen. Kannst du natürlich auch Tripolis retten? Nee, kannst du nicht. Eins, zwei, drei. Nee, kannst du nicht. Man kann es machen. Krass. Wie war das, wenn du. Du produzierst aus dem Reserve, aber einmal hinlegen kostet dich trotzdem noch mal Aktien. Ja. Ne? Aber dann kannst du Tripolis nicht retten. Nee. Was willst du jetzt machen? Einmal produzieren auf jeden Fall. So, dann haben wir das ja schon mal. Und dann gehe ich halt diesen einen Schritt, dann machen wir das so, machen der Linie nach. Ich würde nicht hier hin, weil das können wir direkt wieder verlieren. Ja, machen wir da hin, würde ich sagen. Oder Johannesburg, ist ja egal eigentlich. Ich würde vielleicht da, damit wir auch da rankommen nachher. Können wir machen. Weil Johannesburg ist ja kein Hafen. Mhm. Okay. Und dann muss ich ja trotzdem einen Schritt, also das kostet mich ein und einen Schritt zurückgehen. Genau. Und dann muss ich zwei Karten ziehen. Und dann habe ich eine zu viel. Und dann werfe ich meine Santiago-Karte ab. Mhm. Warte mal. Wenn eine Laufskarte wegwirft, wenn es eine gibt. Ich könnte natürlich die wegwerfen, damit da gleich keine kommt. Ja. Das geht hier nur einmal. Mhm. Pack mal die im Paket 6. Und den Rest willst du die Narkos-Karte drin lassen? Ja, ne? Ich weiß ja nicht, was da passiert, ne, mit den Dingern. Dann weißt du was mal. Weiß ich nicht. Im Moment liegt ja noch ein Würfel da. Also Infektion, Sao Paulo und Frankfurt. Ich muss noch eine Karte, ich muss alle wegwerfen. Ich werfe London weg. Ja, ich werde dann jetzt... Ah, ne, 7 darf ich behalten. Okay. Den behalte ich mal, also baue ich nicht in Denver. New York. Mach doch. London haben wir schon eins. Mach doch die, den Strich mit der einen Karte. Oder kannst du das nicht? Nach San Francisco? Ich wollte halt auch ein Zentrum... Ah ja, aber einen Strich brauchen wir auch noch. Also... Ja, dann kann ich aber noch kein Zentrum bauen in dieser Runde. Oder? Also. Mhm. Aber kannst du auch ein dann Zentrum produziere ich einen, lege ihn quasi direkt wieder weg, weil ich dann eine Linie mache, ne? Es macht halt Sinn, weil du halt da bist, ne? Ja. Und dann bewege ich mich noch Richtung Washington bzw. New York. Ja, ich hatte halt erst gedacht, ja, jetzt habe ich die Linie gezogen, dass ich dieses Zentrum baue, weil jetzt habe ich ja wieder viel zu viele Karten auf der Hand. Aber gut. Ich ziehe 2. Okay, wir müssen auch an diese Funkmasten denken, ne? Davon, wenn wir davon 3 schaffen, wäre ja auch gut. Haben wir auch eine Aufgabe erfüllt. Ja, wir müssen uns konzentrieren. Wir müssen ja nur 3 erfüllen, ne? Richtig. Und ist vielleicht gut, um uns Karten hin und her zu schicken. Ich habe eine Epidemie gezogen. Paris. Adios. Europa wird sterben. Wo stehe ich gerade? Chicago nehme ich raus oder nicht? Ja, ne? Ist nämlich gerade kein Würfel mehr. Ich glaube, 18 haben wir jetzt. Hier kommen wir drauf.
Okay. Du bist dran. Genau. Washington, London. Ich bin, ne? Vorschlag. Du baust einen Mast, damit ich dir gleich eine schwarze Karte schicke. Ah, du brauchst ja 5. Oh. Und ich brauche ja dann auch einen Mast. Das. Was hast du aber denn? Aber ist vielleicht eine Überlegung, oder? Ich habe Isamon, Tribulus, ja. Hast du eine, die ich nicht habe? Nee. Die habe ich alle. Mast zu bauen, dann brauche ich aber 2 Stück. Ja, da muss ich auch einen Mast bauen, aber da nähern wir uns ja auch der Aufgabe, weißt du? Ist vielleicht nicht schlecht. Erstmal hast du das geschafft. Nee, das hier. Ja. So. Mein Vorschlag wäre jetzt gleich erstmal in London so eins zu bauen aus der Ferne, damit da wieder einer steht. Mhm. Dann habe ich ja einen. So. Ich könnte auch das gleiche mit Tripolis machen, dann wäre da auch wieder einer. Ich würde, glaube ich, tatsächlich erstmal Masten bauen, weil du hältst ja auch noch dieses Ereignis notfalls, um wieder 2 zu entfernen später. Hat aber keinen Sinn, dort einzubauen, oder? Ja, wir müssen einmal in Gelb, einmal in Blau, einmal in Schwarz bauen. Wieso nicht? Ich meine, du kannst. Du müsstest so oder so erstmal 2 Würfel produzieren und dann kannst du, ja. Ich kann das ja jetzt noch machen, 2 Würfel und bauen. Oder du 2 Würfel und fliegst erstmal nach Schwarz und baust dann da zuerst, oder was? Dann schicke ich die Schwarze und baust dann. Das macht halt keinen Sinn. Du kannst mir die auch nicht schicken, ne? Oder? Naja, ich muss dann auch einen Mast bauen. Aber vielleicht strichst du erstmal im Gelben eins an. Wir brauchen ja in jeder Farbe eins für die Aufgabe. Ja, und ich kann dir auch nur Blaue rüberschicken, wenn ich im Blauen stehe. Und du musst auch an den Masten stehen, um zu senden, ne? Mhm. Macht ja sonst. Ach, aber ich brauche keinen. Nur der sendet, braucht einen Mast. Ja, das meine ich. Nicht der empfängt auch noch, das dachte ich jetzt eben. Sonst safe noch Tripolis, wie du möchtest. Aber du kannst es doch eh. Nein, ich kann es. Oh, was ist denn mit mir? Ich kann es aus der Ferne. Aber jetzt ist eh verseucht. Kann ich 2 wegmachen. Ja. Dann würde ich lieber wahrscheinlich nach Istanbul direkt fliegen und da noch einen produzieren. Du hast ja noch 3 Züge. Ja. Kannst du noch 2 produzieren dann. Oder willst du direkt da hinlegen? Ja. Weil sonst da liegt ja gar keiner. Ja, dann mach das. Mhm. Nee, Reserve, oder? Ja, warte mal kurz. Ich muss mal drüber nachdenken. Ich habe ja dann 6 Karten, dann muss ja eine eh weg. Ich sag, ich mache aus der Ferne Istanbul. Mhm. Kannst du auch. Und Tripolis auch. Bleibst erstmal im Gelben, oder wie? Mhm. Aber das bringt uns auch nicht. Wir brauchen ja die Karten. Welche hast du nicht? Die schwarzen? Istanbul hast du nicht. Und ich habe Tripolis. Kairo. Wir brauchen ja auf jeden Fall 4 verschiedene. Ja, du kannst Tripolis safen damit. Die habe ich ja noch. Wollen wir das machen? Mhm. Hast du noch 2 Züge. Genau. Ich würde tatsächlich oder ich behalte die erstmal, gehe nach Istanbul und dann mache ich da das eine hin, wie eben geplant. Dann gucke ich, was ich für Karten kriege. Mhm. Dann lege ich es einfach rüber, ja? Und du gehst auch dahin, oder? Ja. Und dann baue ich da von mir aus auch gleich einen Mast. Oder wir sagen, ich baue erst jetzt hier den Mast. Das geht natürlich auch. Sagen, ich produziere 2.
Umbau einen Mast direkt. Ja, das wäre ja meine erste Überlegung. Dann hätten wir im gelben Bereich schon mal einen stehen. Dann streben wir die Aufgabe hier auch auf jeden Fall an, ne? Ja. Dann machen wir das vielleicht immer noch nicht. Nee. Hat ja eigentlich auch keinen Nachteil. Es kommt ja irgendwann rein. Dann kommen wir in Blau hier. Okay. Gut. Dann darfst du zwei Karten ziehen. So. Eine zu viel lässt du. Richtig. Und ich werfe dann noch einen weg. Mhm. Die kann ich nachhalten. Dann noch eine Epidemie. Ach, Infektion. Das sieht natürlich jetzt kacki aus. Ich kann die machen, zwei wegzumachen. Aber kannst du jetzt schon spielen? Jederzeit spielbar. Ja, dann machen wir das. Verhindern wir das. Und dann, it's my turn. Okay. Eins, zwei, ich kann leider nicht beides helfen. Dann baue ich jetzt ein Zentrum mit Washington, die brauche ich nicht mehr, New York, London brauche ich auch. Das ist eigentlich egal. Baue ein Zentrum. Drei. Ich habe noch einen Zug. Hm. Kannst du noch fliegen? Ja, oder ich produziere und lege da gleich erstmal wieder einen hin. Vorschlag. Das könntest du auch machen. Oder fließt nach Istanbul. Ah, ich kann ja nur gelbe Karten schicken. Ist okay, vergiss es. Mhm. Dann produziere ich einfach noch einen für gleich. Okay. Ich habe eine schwarze Karte gezogen. Aber wieder Tripolis. Aber könnte ein Zentrum dahin bauen. Du kannst in Washington dann auch überall hinfliegen. Ich könnte gleich ein Zentrum hinbauen auch. Damit wir da keine Null draus kriegen. Ja, das ist eine gute Idee. 3, 6, 7, okay. Istanbul, Los Angeles. Ja. Weil Zentren müssen wir eh noch zwei bauen. Und dann würde ich sagen, bauen wir Masten. Als, ne? Dann kann ich auch im blauen Bereich gleich erstmal noch einen Mast bauen vielleicht. Mhm. Du bist dran. Ja, oder ich mache das jetzt, indem ich nach London fliege. Ja, kannst du auch, dann kann ich im Schwarzen nachher einbauen. Genau. Produziert zwei, gibt zwei aus und baue den da, ne? Mhm. Die sind süß, oder? Neue Figürchen. Das war tatsächlich in der ersten Season, hatte so viele neue Figuren. Aber es war auch wirklich. Ach, ich hätte auch eben diese Karte nehmen können. Ja. Dann habe ich nämlich jetzt eins mehr. Drei, bis zu drei mehr hast du, ne? Durch die Karte. Drei zusätzliche darfst du dadurch nehmen. Also habe ich vier eben genommen, wenn ich einmal produziert habe. Ja, aber einen hast du. Ja, du hast jetzt quasi drei auf der Karte liegen wieder. Das heißt, ich habe zwei verbraucht? Nee, so. Okay. Dann muss ich nur einmal produzieren, habe jetzt noch einen Zug theoretisch, wenn ich möchte. Oder ich baue halt den noch nicht, gehe nach Frankfurt, lege da ab und baue das im nächsten Zug. Oder in Frankfurt sogar danach. Ich würde es so machen, weil ich werde jetzt gleich das Safen von Washington wegfliegen. Und kann dann im Schwarzen bauen. Muss ich mal überlegen. Eins, zwei. Nee, das macht keinen Sinn. Ich würde Frankfurt retten gehen. Und dann baue ich in Frankfurt für mir. Das Ding ist ja egal. Ja, mach nochmal zurück. Ich kann das gar nicht verändern. Ich habe jetzt noch zwei Züge. Ich hätte jetzt. Nee, ich habe quasi einen. Dann habe ich produziert theoretisch vier. Das war der zweite. Dann gehe ich nach Frankfurt, drei, und lege da einfach zwei ab.
Das ist nicht ein Zug, da ist doch Paris dazwischen. Du kannst Paris 2 abnehmen. Dann nehme ich Paris halt. Sehr egal, was ich rette. Ja, okay. Und dann kann ich nächste Runde dann nach Frankfurt gehen oder sowas. Oder da das Ding dann bauen. Ja. Genau. 2, 4, 6, 7. Buenos Aires, stopp. Man kann eine Karte ja abwerfen, ne? Damit keine weiteren gezogen werden. Ist vielleicht gerade ganz sinnvoll, ne? Ja. Soll ich. Ich würde ungern eine abwerfen, weil ich von Washington gleich. Aber ich kann ja auch fliegen. Soll ich die abwerfen? Hm. Dann komplett Buenos Aires einer weg. Und dann bin ich dran. Ich möchte Washington sichern. Eins. Fliege rüber. Nee, das war nämlich mein Plan. Warum hast du New York nicht weggeworfen? Weil ich die noch nicht hatte. Woher habe ich die denn jetzt? Die habe ich irgendwie übersehen. Klar hatte ich die. Dann nehme ich nämlich die, um jetzt rüber direkt nach Tripolis zu fliegen. Baue da ein Zentrum, wenn du da mit einem Stand bist, und gehe da wieder raus. Ich weiß noch nicht, wohin. Ja, kein Hau. Ein Zentrum gebaut. Okay. Epidemie. Frankfurt liegt eh keiner. Und dann noch. Tripolis, Washington. Okay, ich könnte. Ja gut, suchen müssen wir jetzt nicht unbedingt machen. Ne? Ich würde eher die Masten bauen, weil wir dann auch noch irgendeine Tür öffnen, die, vielleicht ist da noch was Positives hinter. Die was? Wenn wir jetzt noch Masten bauen. Achso. Ich könnte theoretisch einen jetzt bauen. Ja. In blau. Ja, und dann baue ich noch einen schwarzen, dann haben wir es doch geschafft. Dann müssen wir trotzdem noch ein Ding bauen. Ja, stimmt. Dann mache ich jetzt trotzdem einen zweiten Zug in Frankfurt, lege einen dahin. Und jetzt habe ich noch zwei Züge. Und hast du blaue Karten? Nein. Das ist halt die Frage, was machen wir? Ich kann natürlich sagen, ich könnte die machen, System weiter, aber bringt uns das was? Ja, klar, Istanbul, Tripolis. Dann kommt da erstmal keine weitere Seuche hin. Das bringt nach, eigentlich ziemlich viel. Ich könnte nach London gehen und das machen. Ja. Die Karte zwar weg. Tschüpp. Nee, hier läuft nur eins, ne? Ja. Naja, immerhin. Aber du darfst immer so. Ah, nee. Hier dürfen nur 15. Sollen wir hier noch irgendwo rüberschieben? Von Chicago vielleicht noch ein? Ich wollte hier zwei gleich aufnehmen, deswegen. Die ist auch weg, ne? So, das waren meine Züge. Und ich habe noch zwei von denen bekommen. Okay. London und Tripolis. Ah. So, ich baue den dritten Mast, oder wie? Mhm. Das heißt, ich produziere noch einen, baue den Mast. Zwei Züge für mich. Ich kann halt Tripolis nicht safen, aber... Was öffnen wir dann für eine Tür? 35. Was ihr hört.
Triangulation vollständig. Wir haben einige Gesprächsfetzen der hohlen Männer aufgeschnappt. Dabei haben wir erfahren, dass sie in erster Linie drei Frequenzen nutzen. 9.2, 9.31 und 11.88. Sobald unsere Satellitenanlagen voll funktionsfähig sind, werden wir in der Lage sein, sie abzuhören. Nach unseren Schätzungen wird dies im August der Fall sein. Okay, ich hatte jetzt gehofft, es passiert direkt irgendwas. Aber im August passiert dann anscheinend irgendwas. Nicht mehr so ungeduldig. Naja, aber das ist bestimmt dann im August sowas wie, habt ihr die Tür schon geöffnet, ne? Und das ist dann wahrscheinlich irgendwie ein Vorteil für uns. So. Achso, am Ende der Partie wird die zerstört. Dann habe ich noch zwei Züge. Was mache ich? Wir haben. Ich würde vorschlagen, wir gehen aber einfach so nächste ein hin, wenn das möglich ist. Damit wir das retten. Ich kann da keinen hinlegen. Hast du nicht in einem Zug einen? Stimmt, den einen habe ich ja gerade zum Bauen von dem Mast benutzt. Okay. Okay, zwei gelbe Karten. Istanbul, Los Angeles. Da liegt keiner. Gut, du bist dran. Oh, was machen wir? Du brauchst noch eine schwarze Karte. Zwei, theoretisch. Theoretisch zwei, ja. Auch richtig. Wenn wir ein schwarzes bauen wollen. Man könnte. Nee, das nutzen wir jetzt noch nicht. Ja, alles gut. Ich könnte aber sagen, was wir machen könnten, ist trotzdem. Im Endeffekt kann ich ja nicht wirklich viel machen. Kann ich irgendwo was retten gehen? Was muss gerettet werden? Tripolis? Ich könnte da hinfliegen, eins. Ich kann ja aufnehmen, ne? Kostet das was? Nein. Du kannst auch direkt nach Tripolis, da steht ja jetzt eins. Und dann kann ich da einen hinlegen. Einen hinlegen. Kannst du wieder woanders hinfliegen? Zwei. Mein Vorschlag wäre jetzt einfach eine Linie hinzubauen. Weil. Eins, zwei, drei, Linie ziehen. Ja. Was soll ich machen? Deswegen ist. Ja, alles gut. Dann ziehen wir jetzt noch eine Linie. Dann musst du den Würfel natürlich wieder abgeben, ne? Das stimmt. Mhm. Dann kriegen wir später nämlich nochmal zwei, noch drei sogar, ne? Neue. Also einen verlieren wir Los Angeles wahrscheinlich. Komm mal, schwarze Karten. Marie Einstein. Weiß ich nicht. 2, 4, 6, 8. Ich mach mal Chicago weg. Ja, ist egal, ne? Weil gelb könnte ich dir theoretisch senden, wenn ich gleich da hinten bin, dann hättest du eine gelbe Karte, wenn du gleich auch noch gelbe Karten ziehen solltest. Ja, man weiß es noch nicht, ne? Wollen wir eine abwerfen? Das ist gerade irgendwie scheiße, ne? Obwohl, ich kann auch die abwerfen. Spielerkarte, oder? Ja. Ja. Die nutzen wir eh noch nicht. Das ist doch gut. Okay. So. Was denn? Ich würde die raus tun. Als freien Zug. Damit wir die nicht. Weil das noch dein Zug war, kannst du das machen. Du kannst das machen. Ja, mein. Es ist spät für dich. Das ist für dich auch schon die siebte Stunde. So. Was war jetzt passiert? Was ist jetzt passiert? Ich fange jetzt an. Ja. Und mache ich? Ich sehe das. Dann hast du noch zwei Schritte. Ist halt die Frage, ob wir auch Richtung Los Angeles wollen, um das zu retten irgendwie. Weil dann kannst du in Los Angeles das bauen, dann verlieren wir Los Angeles nicht. Nächste Runde, wenn wir gelb auf gelb gehen sollten. Oder auf schwarz, abhängig was jetzt kommt. Und dann kann ich dir das, dann kannst du Richtung Los Angeles gehen. Dann kannst du ja 1, 2 fliegen bis nach Chicago und dann kannst du auch Sachen einsammeln. Ja, jetzt kann ich ja erstmal nichts mehr machen.
Ach nee, einen Zug habe ich noch. Kannst du nach Chicago? Nehme ich zwei weg. Okay. Siehst du? Ich würde sagen, es läuft bei uns. Vielleicht. Dasselbe dann. Ich habe gerade zwei gelbe gezogen. Frankfurt ist okay, Lagos ist okay. Du bist dran. Wir haben es geschafft. Das ist die Frage. Die sind in Kairo, ne? Ja. Ob ich in Kairo... Stopp. Eins. Ja, okay. Was kannst du jetzt noch Nachhaltiges machen? Eins bauen. Dann ist es halt verbunden. Für drei produzierst du den Würfel und für vier gehst du ja wieder raus. So ungefähr. Mhm. Dann leg mal los. Ich kann auch erstmal einen hier nehmen, mitnehmen, ne? Das kostet mich ja nichts. Ja. Ein Schritt. Zwei Schritte Linie bilden. Ist mir egal, in die Richtung und die. Naja, hier, oder? Ja. Was soll man denn jetzt im Kreis draus machen? Also, ja, so oder so, aber ich möchte hier weiter in den Osten. Das ist ja unser Ziel. Weil dann können wir da nämlich auch so. Dann hast du noch eine Aktion, oder wie? Ne, ich habe noch zwei Aktionen. Ja. Drei, und dann kann ich die noch machen, dort vor Ort. Und dann kann ich bis auf fünf ausstocken. Dort. Ja. Brilliant. Auch wenn es vielleicht nichts bringt, aber. Zieh zwei Karten. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Weil wir jetzt gewonnen haben. Erstmal eine Epidemie. Epidemie. That's okay for me. Atlanta. Ich bin so aufgeregt. Locke, locke, locke. Cuando me provoque. Atlanta, Lagos, Frankfurt. Frankfurt von hier wieder. Lost. Ja, aber stand auch immer auf der Karte. Ist vielleicht ganz sinnvoll. Soll der Frankfurt hier verlieren, oder was? Dass wir Städte aufgeben, stand da doch. Ist zwar vielleicht nicht ethisch korrekt, aber... It's my turn. Uno, dos, bauen. Aufgabe geschafft. Fertig. Bist du glücklich? Ja. Wir gehen die Ende-Checkliste durch. Wir passen die Bevölkerung an. Okay. Let's see. Gleicht sich aus. Da geht's hoch. Oh, wir fahren den sogar hinter. Das ist richtig. Wir verlieren zwei Städte. Wie war das? Die sind auch automatisch verpestet. Mhm. So, das geht eins hoch. Mhm. London rastet völlig aus. Höher kann es nicht mehr gehen übrigens. Ja, Frankfurt ist lost. Das gleicht sich aus. Kairo. Gemacht ist das hin. Gleicht sich aus. Lagos. Das war's, ne? Mhm. Gut. Ja, jetzt haben wir keine Pausekarte, das heißt, wir lesen nichts. Wendepunktkarten haben wir auch nichts. Ja, dann zählen wir wieder unsere Städte im Raster. Muss ich auch wieder neue Städte aufschreiben. Aus Afrika. Wir haben Kinshasa.
San Francisco. Mhm. Haben wir jetzt drin. Dann Dar es Salaam. Auch dabei. Khartoum ist dabei. Haben wir noch Johannesburg? Ist noch nicht drin. Antananarivo. Das war's. Haben wir noch irgendwas hinzugefügt? Nö. Das war's, ne? Hm. Nein. Also bis hier ja alles. Hast du Frankfurt rausgestrichen? Nee. Und da hast du Atlanta rausgestrichen. Dann haben wir 26 minus 4. Wir haben 22 Städte. Sind wieder bei 5, haben gewonnen, haben wieder 6 Punkte zu verteilen. So, jetzt haben wir ja noch diese schönen Masken. Sollen wir davon direkt einen behalten? Ich gucke mal, wie teuer die sind. Auch 3. Das fände ich sinnvoll. Davon haben wir auch noch eins. Das ist jetzt die Frage, wo, ne? Was wir machen. So ein Häuschen ist, finde ich, natürlich sinnvoller als erstmal den Mast. Ja, wir können ja mit 6 Punkten theoretisch beides machen, es sei denn, wir wollen noch andere Sachen machen. Also zählen wir erstmal noch ein Haus, ja? Hm. Wo denn? Washington ist neues, Los Angeles ist neues. Da hinten sind halt schon 3 und. Ja, hier ist auch alles. Tripolis. Weil das ist nur noch auf 1, dass wir da auf jeden Fall 1 stehen haben. Ja, dann noch dort. Sind zwar nah aneinander jetzt, vielleicht strategisch nicht das Beste, aber. Wahrscheinlich wäre hier unten was Cooleres gewesen, aber es ist jetzt egal. Ja, aber da steht ja im Moment keins. Ich weiß nicht jetzt. Man hätte es vielleicht auch später machen können. Ja, ich meine, aber wir haben noch irgendwo Sticker davon. Muss ich nochmal gucken. Es geht nicht, weil wir müssen, glaube ich, 3 ja übrig bleiben, damit wir immer 3 bauen können. Na, irgendwann verschwindet die Aufgabe tatsächlich auch. Bist du sicher? Ja. Wann weißt du das? Naja, weil man, glaube ich, tatsächlich irgendwann nicht mehr 3 bauen kann. Also, wie viele Sticker haben wir? Haben wir nicht schon 6 Sticker im Spiel? Ich meine, es bleiben genau 3 übrig. Guck mal, jetzt ist ja 1, das ist bei safe und 3 können wir noch bauen. Ja, kann wieder sein. Mal gucken, wie lange es im Spiel bleibt. Gut. Jetzt haben wir noch 3 Punkte. Wird's noch nicht sowas machen hier? Wir können einen bauen, aber. Ich weiß ja nicht, was anderes jetzt auch sinnvoller wäre hier. Ich weiß, keine Ahnung. Man könnte natürlich sagen, wir machen jetzt, weil wir hier unten nie hingehen. Okay, Buenos Aires haben wir jetzt eh rausgenommen. Was steht da denn? Die Aktion Aufklärung mit einer Karte weniger. Ist auch nice. Wenn du die haben willst, nimm sie dir. Aber es ist 3, ne? 3 Punkte, ne? Ja, die ist aber gut, ne? Wir wollen aber nur einmal noch Aufklärung machen. Du weißt ja nicht, vielleicht kommt da noch mehr. Aber ja, müssen wir nicht. Was hast du jetzt vorgeschlagen noch? Wir können Städte höher machen, aber müssen wir auch nicht, weil wir später auch weniger zur Verfügung haben. Mhm. Wir können so einen Mast irgendwo bauen. Dann kann uns beim Senden helfen. Ich glaube, es ist nicht schlecht. Sollen wir vielleicht den schwarzen machen? Ja, wo denn? Bei Kairo? Oder? Ja, wo der gerade steht, bei schwarz. Wir haben ja nur einen bei schwarz. Wir haben die alle sehr nah aneinander gebaut gerade. Ja, dann mach einmal egal rum. Und jetzt ohne. Ich habe dieses Paket freigeschaltet. Wahrscheinlich. Dann haben wir tatsächlich alle Punkte verbraucht. Muss das noch in die Liste schreiben. Gut. Und das um den Juli durchstreichen. Mhm. Schönes Gefühl. Kaipi und Marie gewonnen. 22 hatten wir.
glaube ich. Ja. Und haben dann natürlich wieder keine Ereignisse drin. Juli ist fertig. Dann wird es schwer mit keinen Ereignissen. We did it! Ja, aber wir dürfen ja jeden Monat noch verlieren. Geht. Okay. That's it. Mehr schaffen wir heute leider nicht. Was sagst du mal? Ich spiele immer noch. Ein sehr schönes Spiel. Bin gespannt, was am Ende noch kommt. Ja, ganz im Osten wird Utopia liegen. Ich bin auch gespannt, ob diese leeren Felder mittendrin einfach leer bleiben oder ob die noch ausgefüllt werden. Ob noch irgendwelche Städte da einfach aus dem Nichts auftauchen. Aber das wird in der nächsten Partie bespielt. Ganz genau. Okay. Adios. Adios, amigos. Hasta luego.